Das letzte Mal hatte ich schon gesagt, dass zu den Ursachen, gar zur Ursache des Antisemitismus überhaupt etwas sagen zu wollen, wenn man mit dem Phänomen des Antisemitismus sich schon beschäftigt hat, fast anmaßend klingt. Aber wenn man etwas bekämpfen will, reicht es, wie jeder weiß oder wissen sollte, nicht aus, nur die Wirkungen, die Symptome zu bekämpfen. Was die Auseinandersetzung mit Judenfeindschaft im Weiteren und Antisemitismus im engeren Sinne heute immer noch so schwierig macht, ist, dass die Beschäftigung mit Antisemitismus von politischen Auseinandersetzungen nicht zu trennen ist. Die ersten Theorien stammten aus dem linken und liberalen politischen Milieu. Das hängt damit zusammen, dass einerseits die Liberalen und die Juden von den Antisemiten identifiziert wurden und die Linke im Antisemitismus einen verkürzten Antikapitalismus sah, der ihr politisches Anliegen störte. Wie es damals hieß, ein Antikapitalismus der dummen Kerle. Und tatsächlich lässt sich zeigen, dass eine unverstandene kapitalistische Moderne eines der objektiven Realgründe und subjektiven Erkenntnisgründe darstellen, wie wir das letzte Mal schon anhand der Elemente des Antisemitismus Horkheimers und Adornos feststellen konnten. Aber das erklärt noch nicht, warum ausgerechnet die Juden auserkoren wurden, um vom Kapitalismus abzulenken. Dass Antisemitismus das Moment der Projektion hat, haben wir auch schon festgestellt. Aber Projektion setzt wiederum voraus, dass etwas in der Vorstellung von Juden, der Antisemiten, dieses Projizieren auch ermöglicht. Hier wiederum setzt der um Verständnis Bemühte sich der Gefahr einer Täter-Opfer-Verkehrung aus. So hat beispielsweise Gérald Massédier mit seiner Auffassung, dass dies im Religiösen gründet und einer darauf folgenden Mentalität dazu sich verstiegen zu behaupten, die Juden hatten Ehrgefühl genug, um dem 23. Jahrhundert dauernde Wirbelsturm zu trotzen. Daher rühren die Verfolgungen. Da wird einer der Folgen, nämlich dass die Juden Methoden und Einstellungen gewonnen hat, um so lange trotz Antisemitismus zu überleben, zur Ursache erklärt. Dasselbe geschieht auch im Nahostkonflikt heute. Die Maßnahmen der Juden, um zu überleben, werden gerade in der deutschen, vor allem linksdeutschen Diskussion, zur Ursache des Antisemitismus erklärt, der diese Maßnahmen ja erst notwendig macht. In den 40er Jahren erforschten in den USA Wissenschaftler im Umkreis des Frankfurter Instituts für Sozialforschung im Exil die subjektiven Bedingungen des Antisemitismus, wobei sie diese nicht als Ursache deuteten, aber so etwas wie den Typus der antisemitischen Persönlichkeit formulierten, also eine Persönlichkeit, die durch eine bestimmte Sozialisation, bedingt durch Erziehung und anderen externen Einflüssen eine Charakterstruktur ausbildete, die der Volksmund Rad unten treten und nach oben buckeln. Es sollen jetzt keine Radfahrer beleidigt werden. Die psychische Dynamik, die nach dem antisemitischen Ventil verlangt, das im Wesentlichen, wie wir glauben, die Ambivalenz autoritärer und rebellischer Neigung. In einigen Fällen liegt der funktionale Charakter des Vorurteils offen zutage. Hier handelt es sich um Individuen, die an sich voreingenommen sind, für die es verhältnismäßig nebensächlich ist, gegen welche Gruppe ihr Vorteil sich schließlich richtet. So heißt es in den Studien zum autoritären Charakter. Adorno hatte Beispiele für den funktionalen Charakter des Antisemitismus gegeben und für die relative Leichtigkeit, mit der das Vorurteil von einem Objekt zum anderen gleitet. Und deuten in einer Richtung, das Vorurteil bezieht sich seinem eigentlichen Inhalt nach, wenn überhaupt nur oberflächlich auf die spezifische Natur seines Objekts. Und er deutet den Sachverhalt, das interviewte ihre Vorurteile von Juden zu Negern, damals war das noch nicht pejorativ im Gebrauch, und diese wiederum zu anderen Gruppen verschoben. Und wichtig wird hierbei, dass das Problem im Antisemiten zu suchen ist. So heißt es in der Studie, es ist zu erwarten, dass diese Hypothese mit klinischen Kategorien wie Stereotypie, Unfähigkeit zur Erfahrung, Projektion und Machtfantasien zusammenhängt.
Bestätigt wird das durch Aussagen, die entweder in sich offenkundig widerspruchsvoll oder mit den Tatsachen unvereinbar sind oder die deutlich imaginären Charakter haben. Daher beschäftigen wir uns hier hauptsächlich mit dem Nachweis von Fantasiekonstruktionen. Sie sind aus dem täglichen Leben so bekannt, dass ihre Bedeutung für den Antisemitismus keines weiteren Kommentars bedarf. Unsere Untersuchung wird sie lediglich erhellen. Man könnte sagen, dass solche Fantasien entstehen, wenn die Stereotypen sich völlig von der Realität lösen und wild umherschweifen. Wenn die losgelösten Stereotypen gewaltsam wieder mit der Realität konfrontiert, treten unsinnige Verzerrungen auf. Bei den von uns gesammelten Beispielen stereotyper Fantasien handelt es sich überwiegend um Vorstellungen exzessiver Macht, die dem willkürlich ausgesuchten Feind zugeschrieben wird. Das Missverhältnis zwischen der relativen sozialen Schwäche des Objekts und seiner angeblich fixierten Allmacht ist an sich selbst Beweis, dass hier projektive Mechanismen wirken. Pathische Projektionen, um die es sich hier handelt, sind ein Abwehrmechanismus. Hier im Kontext von Adorno Verteidigungsmechanismus genannt. Wir dürfen allerdings eine Erklärung in den betroffenen Subjekten, die sie haben. Dann geht Adorno auf diesen Sachverhalt näher ein. Eine grundlegende Hypothese der Psychoanalyse lautet, Symptome seien sinnvoll, soweit sie eine besondere Funktion im psychischen Haushalt des Individuums erfüllen. Sie sind demnach in der Regel als Ersatzbefriedigung von verdrängten Trieben oder als Verteidigungsmechanismus gegen sie anzusehen. Die bisherigen Überlegungen haben den irrationalen Aspekt antisemitischer Einstellungen und Meinungen aufgezeigt. Da ihr Inhalt mit der Realität unvereinbar ist, glauben wir, sie Symptome nennen zu dürfen. Doch handelt es sich um Symptome, die kaum durch die Mechanismen der Neurose zu erklären sind. Und der Antisemit als solcher, der potenzielle Faschist, ist auch gewiss kein Psychopath. Wir halten uns für berechtigt, die Frage des cui bono, also wem nützt es, zu stellen. Welchen Zwecken dient antisemitisches Denken im Leben eines Individuums? Wir sehen dann auch, wie sehr psychologische Erklärungen nicht ausreichend sind, zumal auch rationale Funktionen aufzuweisen sind. In mancher Hinsicht hat das Vorurteil zweifellos eine rationale Funktion. Es kann wirtschaftlichen Konkurrenzneid entspringen oder dem Wunsch, sich durch Entrechtung einer besitzenden Minderheit zu bereichern. Rational kann auch das Verhalten derjenigen genannt werden, die eine faschistische Diktatur anstreben und das Vorurteil als Gesamtplattform akzeptieren. Obschon die Frage der Rationalität hier kompliziert wird, denn weder scheint eine solche Diktatur im Interesse des Individuums zu liegen, noch kann die pauschale automatische Übernahme einer vorgefertigten Formel rational genannt werden. Aber auch bei den rationalen Gründen für antisemitische Tickets müssen wir das Subjekt überschreiten hin zu gesellschaftlichen Prozessen, die den gesellschaftlichen Realgrund der geistigen Entfremdung der Individuen ausmachen. Die Objektivierung sozialer Prozesse, die in Wahrheit über individuellen Gesetzen gehorchen, scheint zu einer geistigen Entfremdung des Individuums von der Gesellschaft zu führen, die vom Einzelnen als Desorientierung empfunden wird und die von Furcht und Unsicherheit begleitet ist. Politische Stereotypie und Personalisierung können als Mittel zur Bewältigung dieses unbehaglichen Zustandes interpretiert werden. Die Klischees vom Politiker und vom Bürokraten als Orientierungsmarken und Projektionen der durch die Desorientierung erzeugten Ängste. Ähnliche Funktion scheint das irrationale Klischee der Juden zu erfüllen. Diese sind für den extrem Vorurteilsvollen aufs Äußerste stereotypisiert und gleichzeitig stärker personalisiert als irgendein anderer Popanz, weil sie nicht durch einen Beruf oder durch eine soziale Rolle definiert sind, sondern durch ihre Existenz als solche. Aus diesen und aus historischen Gründen sind sie wesentlich besser geeignet, die Funktion des schwarzen Mannes zu übernehmen, als die Bürokraten oder Politiker,
die im Übrigen oft nur den gerade greifbaren Ersatz für das eigentliche Hassobjekt, die Juden, bilden. Die Fremdheit der Juden scheint die handlichste Formel zu sein, mit der Entfremdung der Gesellschaft fertig zu werden. Den Juden die Schuld an allen bestehenden Übeln zuzuschieben, mag die Dunkelheit der Realität erhellen, wie ein Scheinwerfer, der rasche und umfassende Orientierung gewährt. Je weniger die antijüdischen Fantasien der wirklichen Erfahrung entsprechen und je mehr sie sozusagen rein erhalten werden von der Befleckung durch die Realität, desto weniger mögen sie Störungen durch die Dialektik der Erfahrung ausgesetzt sein, die vielmehr durch die Starre der Stereotypen verhindert wird. Antisemitismus ist das Allheilmittel, das für eine Kanalisierung der Wünsche nach Änderung sorgt. Wenn nun, wie wir sehen, der Antisemitismus ein Symptom, Erscheinung eines anderen Gehalts ist, das eine Funktion in der Psyche erfüllt, zeugt das davon, dass das Symptom nicht von Natur aus da ist, sondern einem Konflikt entspringt, der die Individuen dazu zwingt, das Realitätsprinzip aufzugeben. Und die Untersuchungen haben auch gezeigt, dass der Antisemit zwischen negativer Stereotypie und persönlichen Erfahrungen, die den Klischees widersprechen, hin und her gerissen ist. Die Reflexion mündet allerdings nicht darin, die Klischees aufzugeben. Sobald er aber seine Haltung reflektiert, erscheint die Beziehung zwischen Stereotypie und Erfahrung umgekehrt. Und er betrachtet Toleranz als allgemeines Gesetz, als Stereotyp und personalisiert die eigene stereotype Feindschaft, indem er sie als unausweichliches Resultat von Erfahrung oder von Idiosynkrasien darstellt, die stärker sind als er selbst. Die Erklärung hierfür findet sich zum Teil in der offiziellen demokratischen Ideologie, die das Vorurteil zu etwas Unrechten stempelt, zum Teil im Über-Ich, das als die psychische Agentur der Gesellschaft im Individuum, gewöhnlich eine gewisse Universalität in Anspruch nimmt, die dem Subjekt, das von Wünschen nach Instinktbefriedigung getrieben wird, leicht als starres Gesetz erscheint. Die Diskrepanz von Klischee und Erfahrung wird in den Dienst des Vorurteils gestellt. Zwar ahnt der Antisemit ein Stück weit, dass der Inhalt seines Klischees imaginär und die wirkliche Erfahrung das Wahre, aber im gewissen Sinne hat er ein Interesse an seiner Dummheit und hält daher am Klischee fest und erklärt sie zu seiner Eigenart, dem das Realitätsprinzip als abstrakte Verpflichtung gegenübersteht. Seine Gefühle erscheinen ihm stärker als alle Konventionen von Demokratie und Gleichheit. Die Vorstellung von ewiger jüdischer Schuld kann als Projektion der eigenen Schuldgefühle gelten, als der Enteignung des Über-Ichs durch den antisemitischen Moralismus, der ein Strafbedürfnis erzeugt, der vom Antisemiten auf den Juden projiziert wird. Psychologisch ist das richtig, ideologisch aber nur ein Randphänomen, eine Rationalisierung. Der Wunsch, die Juden zu töten, ist der Schwerpunkt, warum sie getötet werden müssen, und jener wird nachträglich rationalisiert. Das schlechte Gewissen lässt sich nicht gänzlich zum Verschwinden bringen. Aber das führt nicht zum Einhalt, sondern durch die Maßlosigkeit des Handelns wird dieses Gewissen zum Schweigen gebracht. Die in den Interviews auch erfolgt positive Äußerung zu Juden, die zu deren Verteidigung sind vergleichbar dem Gerichtsverfahren eines Freislers. Sie muss machtlos bleiben. Es ist so wie mit dem antisemitischen Stereotyp, dass die Juden allesamt klüger als die Nichtjuden seien, weswegen man sie bewundern müsse. Der Selbstwiderspruch, man könnte sagen, von Bourgeois und Citoyen spiegelt sich auch beim Antisemitismus. In Studien zum autoritären Charakter heißt es, auf der einen Seite stehen die Ideale der Großherzigkeit, der Selbstlosigkeit, Gerechtigkeit und Liebe, deren Lippendienst zu zollen ist. Auf der anderen die Maßstäbe Erfolg, Leistung und soziales Ansehen, denen man im wirklichen Leben gehorchen muss. Diese beiden Wertsysteme werden auf die Juden sozusagen umgekehrt angewendet. Sie werden gelobt, weil sie angeblich oder tatsächlich nach Maßstäben leben, nach denen der Antisemit sich in Wirklichkeit richtet. Und sie werden zur selben Zeit verdammt, weil sie den moralischen Kodex verletzen, dessen er sich mit Erfolg entledigt hat. Die Phraseologie des Gewissens wird dazu benutzt,
den moralischen Kredit zurückzufordern, der dem auserwählten Feind gewährt wurde, um das eigene Gewissen zu beschwichtigen. In der Studie zum mortierenden Charakter wird, was an der Sache liegt, vor allem die familiäre Sozialisation herausgestellt, vor allem die autoritäre Erziehung, die mit einem hohen Grad elterlicher Aggression verbunden ist. Die Studie ist von Wissenschaftlern, gegen deren Anspruch erst einmal ein Begriff zu gewinnen und keine repräsentative Verteilung zu intendieren, kritisiert worden. Das ging hin bis zu Buchtiteln wie Error Without Trial, ein Buch von Werner Bergmann als Herausgeber, also der Antisemitismusforscher. Dass nicht jeder autoritär Erzogene zum Antisemiten wurde, behaupten auch andere psychoanalytische Studien, und umgekehrt besteht auch bei nicht autoritär Erzogenen ein Hang zum Antisemitismus. Allerdings wird man Ähnliches auch schon bei Adorno als Argument finden. Das hängt damit zusammen, dass dort ein anderer Begriff von autoritärer Charakter und auch von antiautoritärer Erziehung vorliegt, der bei Adorno gerade nicht Erziehung ohne Autorität bedeutet, sondern gerade in bestimmten Phasen Autorität voraussetzt und entsprechendes Vertrauen, aber auch die Kinder in die Lage versetzt, sich von Autorität wiederum zu distanzieren. Da dieser Einwand oft erhoben wird, diskutiere ich das hier noch ein wenig. In einem Gespräch mit Helmut Becker hat Adorno nämlich dieses Problem diskutiert. Ich zitiere das, weil die Missverständnisse dort im Gespräch, das den Titel bekommen hat, Erziehung zur Mündigkeit, genauestens diskutiert werden. Sie kommen da im Rahmen der Diskussion auf den Begriff der Autonomie und hatten da ein Zitat gehabt, in dem Autonomie und Autorität entgegengesetzt wurden. Und da sagt Becker: Übrigens ist mir bei der von Ihnen vorgelesenen Stelle noch etwas anderes aufgefallen. Ist es eigentlich richtig, dass wir Autonomie in dieser Form als Gegenbegriff zur Autorität setzen? Müssen wir nicht dieses Verhältnis in einer etwas anderen Weise reflektieren? Darauf Adorno: Ich glaube überhaupt, dass man mit dem Autoritätsbegriff einen gewissen Unfug anstiftet. Gerade ich, der ich schließlich für die Authoritarian Personality wesentlich verantwortlich bin, ich meine nicht für das darin behandelte Phänomen, habe ein gewisses Recht, darauf hinzuweisen. Zunächst ist Autorität selber ein wesentlich sozialpsychologischer Begriff, der nicht ohne weiteres die soziale Wirklichkeit selber bedeutet. Dann gibt es etwas wie Sachautorität, also die Tatsache, dass ein Mensch von einer Sache mehr versteht als ein anderer, die man nicht einfach vom Tisch wiegen darf. Sondern der Begriff der Autorität erhält seinen Stellenwert innerhalb des sozialen Kontextes, in dem er aufkommt. Aber ich möchte dazu noch etwas Spezifisches sagen, da Sie den Punkt Autorität gerade aufgeworfen haben. Etwas, was mit dem Sozialisierungsprozess in der frühen Kindheit und damit also, ich möchte fast sagen, mit dem Schnittpunkt gesellschaftlicher, pädagogischer und psychologischer Kategorien zu tun hat. Die Art, in der man psychologisch gesprochen zu einem autonomen, also mündigen Menschen wird, ist nicht einfach das Aufmucken gegen jede Art von Autorität. Empirische Untersuchungen in Amerika, wie sie meine verstorbene Kollegin Else Frankel Brunswick durchgeführt hat, haben gerade das Gegenteil gezeigt. Nämlich, dass sogenannte brave Kinder als Erwachsene eher zu autonomen und opponierenden Menschen geworden sind, als refraktäre Kinder, die dann als Erwachsene sofort mit ihren Lehrern am Biertisch sich versammeln und die gleichen Reden geschwungen haben. Der Prozess ist doch der, dass Kinder, Freud hat das als die normale Entwicklung bezeichnet, im Allgemeinen mit einer Vaterfigur, also mit einer Autorität, sich identifizieren, sie verinnerlichen, sie sich zu eigen machen und dann in einem sehr schmerzhaften und nie ohne Narben gelingenden Prozess erfahren, dass der Vater, die Vaterfigur, dem Ich-Ideal, das sie von ihm gelernt haben, nicht entspricht.
dadurch sie sich davon ablösen und erst auf diese Weise überhaupt zu mündigen Menschen werden. Das Moment der Autorität ist, meine ich, als ein genetisches Moment von dem Prozess der Mündigwerdung vorausgesetzt. Das aber wiederum darf um keinen Preis dazu missbraucht werden, nun diese Stufe zu verherrlichen und festzuhalten, sondern wenn es dabei bleibt, dann resultieren nicht nur psychologische Verkrüppelungen, sondern eben jene Phänomene der Unmündigkeit im Sinn der synthetischen Verdummung, die wir heute an allen Ecken und Enden zu konstatieren haben. Herr Drauf von Becker, ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier festhalten, dass natürlich der Ablösungsprozess von dieser Autorität notwendig ist. Dass aber die Identitätsfindung ohne die Begegnung mit Autorität wiederum nicht möglich ist. Wir sehen also, dass die Kritiker dieser Studie ein wenig am Gegenstand vorbeigehen. Was in deren Augen für anti-autoritär gilt, also wenn von Erziehung ohne Autorität die Rede ist, ist alles andere als anti-autoritär. Es ist nur eine andere Form der Autorität als die, die unmittelbar mit Aggression arbeitet. Richard Sennett hat sich ja auch mit diesen negativen Autoritätsbindungen beschäftigt. Darauf werde ich vielleicht noch in anderen Sendungen eingehen. Aber psychologisch lässt sich ohnehin nicht erklären, warum der Antisemitismus mal in Form von Pogromen, mal nur in Form von Judenwitzen oder gar im Massenmord sich äußert. Nicht einmal die Frage, warum die Juden, das soll ja auch die Studie zum autoritären Charakter gar nicht klären. Es geht erst einmal um die Ursachen, die im sozialisatorischen Bereich die Bereitschaft zum Antisemitismus erhöhen bzw. bedingen. Etwas, was wichtig ist, um ihn zu bekämpfen und die Menschen gegen Antisemitismus zu immunisieren. Nicht deswegen haben die kritischen Theoretiker ja auch einer Pädagogik, die so etwas leistet, das Wort geredet. Aber anti-autoritär in einem schlechten Sinne, dass das ganz ohne Autorität ginge, ohne Identifikationen und Loslösung von der Identifikation, das gibt's dort nicht. Deswegen sind diese Studien auch manchmal etwas zu primitiv rezipiert worden. Weiterhin haben psychologische Studien auch noch einen anderen Mangel. Auch wird nicht erklärt, allerdings weil es in diesem Kontext in der Regel auch gar nicht Gegenstand ist, warum Judenfeindschaft in bestimmten religiösen, wirtschaftlichen, politischen, gar rassistischen Kontexten vorkommt. Diese Aspekte, die wesentlich nur geschichtlich und gesellschaftstheoretisch aufklärbar sind, haben wir in vorigen Sendungen schon umrissen. Wir werden das alles noch zusammenbringen müssen, aber da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Dass der Antisemitismus bei extremen Rechten verbreitet ist, bestreitet wohl kaum noch jemand. Da liegt es ja nahe, den linken Antisemitismus und auch den im liberalen Milieu zu untersuchen, vor allem den Normal-Antisemitismus, nicht bloß den atypischen Exzess Auschwitz, der ja selber auch im Nationalsozialismus nicht alles war. Eine größere Anzahl von Morden fand ja nicht in Lagern statt, für die Auschwitz symbolisch den Namen hergibt, sondern es wurden ja auch von Soldaten, Polizeieinheiten und so weiter, nicht bloß von SS-Männern vor Ort, gemordet, Juden aufgehängt oder erschossen. Damals hat Daniel J. Goldhagen in seinem Buch damit hier auch die Historiker aufgeschreckt. Die Vergasung betrifft zwar eine große Anzahl und Geschwindigkeit, aber die meisten Morde waren dezentral von ganz normalen Menschen, Männer wie Frauen, ausgeübt worden. Daher ist es verwunderlich, wie wenig die Forschung sich um die ganz normalen Menschen kümmert, die Leserbriefe schreiben, in neuen sozialen Medien agieren, jüdische, insbesondere israelische Organisationen mit ihrem Gedankengut, wenn es das Wort gäbe, müsste man eigentlich sagen, gedankenschlecht, belästigen. Eine neuere sprachtheoretische Untersuchung von Monika Schwarz-Friesel und Yehuda Reinhardt, die Sprache der Judenfeindschaft im 21. Jahrhundert, hat ein Kapitel, die emotionale Basis von moderner Judenfeindschaft.
Diese hat wegen des verwendeten Materials auch keinen Anspruch, quantitative Erhebungen repräsentativer Art zu machen, sondern mittels Analysen von Schreiben an die israelische Botschaft und den Zentralrat der Juden den Antisemitismus zu analysieren. Wie das Institut für Sozialforschung in den USA kommt es darauf an, überhaupt einen qualitativen Begriff der gegenwärtigen Judenfeindschaft zu finden, indem man antisemitische Äußerungen analysiert. Da wir Hinweise auf den antisemitischen Sozialcharakter haben möchten, konzentrieren wir uns heute erstmal auf das Kapitel zur emotionalen Basis der Judenfeindschaft. Also wir haben jetzt erstmal die subjektiven Ursachen etwas abstrahiert zum Thema, nicht? Dieses Kapitel in dem Buch exponiert die Problematik, um die es geht, folgendermaßen. Judenfeindschaft weist viele Dimensionen, Beweggründe und Facetten auf, hat diverse Manifestationsformen und ist in ihren konkreten Realisierungen stets eingebettet in die jeweiligen historischen Phasen zu sehen, in denen sie als religiöses, politisches, ökonomisches und oder ideologisches Deutungsmuster in Erscheinung tritt. Bislang sind in der Antisemitismusforschung allerdings vor allem die sozialökonomischen und politisch-ideologischen Aspekte von Judenfeindschaft betrachtet und untersucht worden. Judenfeindschaft hat aber auch, und zwar ganz maßgeblich, eine emotionale Dimension, die wesentlich für die Erklärung judenfeindlicher Einstellungen und Aktivitäten ist. In zwei Buchtiteln des Antisemitismusforschers Robert Wistrich, ist kürzlich gestorben leider, wird Antisemitismus treffend als ältester Hass der Welt und tödliche Obsession bezeichnet. Damit werden zwei wesentliche Komponenten der emotionalen Dimension von Judenfeindschaft genannt, die bei Broder, also Henrik Broder, in 1986 mit der Phrase des ewigen Antisemiten ausgedrückt werden. Diese jenseits aller Erfahrungswerte und aller Prinzipien des Verstandes zu erfassende tief irrationale Abwehr- und Ablehnungskomponente, die im emotionalen Bewertungssystem von Menschen verankert und als antisemitisches Ressentiment benennbar ist, wurde bislang jedoch noch nicht ausreichend berücksichtigt bzw. detailliert analysiert. Ob Antisemitismus am besten als Wahrnehmungsdefekt, als Paranoia, kollektiver Wahn oder Geisteskrankheit einzuordnen ist, wird dabei unter anderem fachspezifisch erörtert. Die kollektive emotionale Dimension von Judenfeindschaft ist aber so grundlegend und konstitutiv für dieses Phänomen, dass auch die geschichts-, sozial-, politik- und kognitionswissenschaftliche Antisemitismusforschung diese Komponente nicht ausklammern darf. Dabei sollte insbesondere sehr klar gemacht werden, dass Antisemitismus keineswegs nur eine krankhafte Obsession einzelner auffälliger Extremisten und Narzissten ist, sondern sich auch bei gebildeten, feinfühligen und reflektierenden Personen findet. Emotionen wurden in der Forschung insgesamt lange als für kognitive und soziale Prozesse eher irrelevante und dazu vernachlässigende Phänomene und die Kognition ausschließlich störende Faktoren gesehen. Die Einbeziehung emotionaler Faktoren wurde in der Kognitionswissenschaft als irrelevant oder unseriös, besonders aus methodischen Gründen auch als höchst problematisch erachtet. Bei der Untersuchung der Briefe und E-Mails fiel auf, dass die emotionale Reaktion den Anlass völlig unangemessen waren. Ein Beispiel, solche intensiven Gefühlswerte sind normalerweise nur bei persönlicher Betroffenheit zu konstatieren. Das heißt, wenn es sich um eigene, existenzielle und familiäre Angelegenheiten handelt. Die Verfasser zeigen also eine emotionale Involviertheit, die unverhältnismäßig für die Diskursform, Stellungnahme zur politischen Situation ist und in keiner Relation zum Anlass und der persönlichen Situation der Schreiber steht. Diese produzierten Texte mit einem so hohen Emotionspotenzial, als ob ihnen selbst unermessliches Leid zugefügt worden sei oder als ob sie einen nahen Verwandten verloren hätten, als ob sie sich selbst in großer Not und Gefahr befänden. Also schreibt einer, diese Worte kommen aus meiner Seele, die zerrissen ist. Auch jetzt, wenn die Waffen schweigen, geht es mir noch nicht viel besser.
Die Reaktionsweisen aus dem rechtsradikalen Lager und aus der gebildeten Mitte, die sich von der Linken nicht so sehr unterscheiden dürfte, sind unterschiedlich. Erstere reagieren gleich mit Beschimpfungen, die sich folgendermaßen anhören. Nehmen wir mal Beispiel von den Rechten. Möget ihr leiden, ich hasse euch alle. Oder wir hassen euch Judenschweine. Oder ich kann nicht beschreiben, was ich für einen Hass für euer Land empfinde. Die Verfasser, die aus der gebildeten Mittelschicht kommen, sofern das erschließbar ist, deklarieren ihre Aggressivität als Sorge, Trauer, Enttäuschung und Entrüstung, obgleich ihre Texte deutlich judenfeindliche Einstellungen zu erkennen geben. Dies schätzen die Autoren des Buches zu Recht folgendermaßen ein. Bei gebildeten Verfassern aus der Mitte ist der Hass nicht vulgär affektiv, sondern artikuliert sich scheinbar rational. Er zeigt sich oft als kalte Wut und Verachtung in der Form eines paternalistischen Rechthabenwollens und Belehrens. Und das können wir jetzt getrost als Reaktion des aseptischen Mittelstandsneutrums im Mitte-Links-Milieu einschätzen. Wichtig ist, dass hierbei vermieden wird, selber Hass zu äußern und wenn dann ihn auf andere für die Stellvertretenden gesprochen wird, zu schieben. Die Leute schrieben mit vollen Namen an jüdische Institutionen, wie den Zentralrat der Juden und die israelische Botschaft. Hierbei bemerken die Autoren, häufig werden emotionsbezeichnende Ausdrücke am Ende der E-Mails durch Grußformeln wie mit besorgten Grüßen oder ein enttäuschter Israelfreund oder ohne solidarische Grüße und so weiter kommuniziert. Die Schreiber aus der Mitte vermeiden Ich-Botschaften der Art Ich, wir hassen. Vielmehr kommunizieren sie Hassgefühle bevorzugt als generische, unpersönliche Aussagen wie die Welt hasst Israel oder so sieht man Hass. Oft werden Emotionen auch transferiert auf Dritte. Die Verfasser schreiben also scheinbar nicht über sich selbst, sondern über Emotionen Dritter. Meine Freunde bekommen richtige Hassgefühle und vermeiden es so, sich als Hass- oder wuterfüllte Menschen zu identifizieren. Das scheint ja auch bei denen nicht so anzukommen. Oft werden die extremen Gefühle auch mit Verweis auf mediale Berichterstattung oder Verlautbarung des Zentralrats als kausal begründete Reaktionen der legitimen Empörung oder Verachtung ausgegeben. Bei mir als Sozialwissenschaftler lösen Ihre Kommentare immer mehr negative Gefühle über Ihren Verein aus. Bedenken Sie, welche Folgen Ihre besserwisserischen Ausführungen auf Dauer erzeugen. Es gibt ja da sogar Doktoren, die da also notorische Briefeschreiber sind. Nicht? Die werden da in diesem Buch erwähnt. Möglicherweise könnte man spotten, fühlen diese Leute gar nichts, beziehungsweise lassen fühlen, aber die Inhalte und die Vehemenz sprechen doch dagegen und eher dafür, dass die Leute nicht für Antisemiten gehalten werden möchten. Ein Phänomen, das ja Adorno und Horkheimer auch schon als es gibt keine Antisemiten mehr beschrieben, obwohl sie diese Aussage über Antisemiten machen. Wenn also Hassgefühle zu äußern vermieden wird und diese durch Besorgtheit ersetzt werden, so kann niemand von außen unterscheiden, ob diese Gefühle nicht inszeniert sind. Was die Autoren auch bemerken, aber aus der Sprechsituation geht es dann doch hervor, dass es eher genuine Gefühle sind oder verleugneter Hass. Das analysieren die beiden so, inwieweit die im Text genannten Emotionen immer tatsächlich auch authentisch den gefühlten Emotionen entsprechen. Oder ob es sich um Emotionsinszenierungen handelt, die persuasiv eingesetzt werden, um zum Beispiel das positive Selbstbild der Schreiber aufrechtzuerhalten oder den Äußerungen mehr Nachdruck zu verleihen, kann nicht eindeutig festgestellt werden. Wir stoßen hier teilweise auf das Problem der Differenzierung von tatsächlicher Emotionalität und vorgetäuschten Gefühlen. Bei der Mehrzahl der E-Mails und Briefe aber kann man davon ausgehen, dass genuine Gefühle verbalisiert sind, da die Beschreiber sich unaufgefordert und ohne Öffentlichkeit an den Zentralrat der Juden und die israelische Botschaft Deutschland wenden. Signifikant ist, dass die Verfasser aus der Mitte in ihren feindseligen Schreiben Strategien benutzen, die der Legitimierung des Hasses, der stets rekodiert wird, als Sorge um den Weltfrieden, Furcht vor globalen Krieg oder humanistisch geprägtes Verantwortungsgefühl dienen. Zu diesen Strategien gehört das Leugnen des eigenen Hasses,
selbst dann, wenn dieser zuvor durch intensive Emotionen zum Stereotyp ausdrückende Lexeme artikuliert wird, indem dies metakommunikativ thematisiert wird. Zum Beispiel, ihr seid unverbesserliche, fiese, eigennützige Kreaturen. Dies ist kein Hassbrief, sondern meine eigene Meinung über euch. Nun, wenn das kein Hassbrief ist, wissen wir nicht, was Hass ist, es sei denn, im Prinzip von Meinung steckt bereits nicht nur Wahn, sondern auch noch Aggressivität. Häufig wird das in den Verlautbarungen ja auch deutlich. Das wird folgendermaßen kommentiert. Oft antizipieren die Schreiber nach ihren wütenden und hasserfüllten Verbalattacken deren Wirkungspotenzial, ohne dieses jedoch akzeptieren zu können. Ach ja, ich weiß schon, was jetzt kommt. Die unvermeidliche Antisemitismuskeule. Geschenkt. Da die Juden aus Auschwitz nichts gelernt haben, mögen die Antisemiten ihnen Auschwitz auch nicht verzeihen, weil es ihnen Schuldgefühle macht. Daher müssen sie ihre Äußerungen ein wenig modifizieren, ahnen aber, dass man ihnen das sowohl kaum abnimmt und schnell auf die Schliche kommt. So müssen die Juden zu Tätern umgekehrt werden. Das indirekte Outing als Judenfeind ist dann auch häufig in solchen Briefen, wie das folgende Beispiel zeigt. Mittlerweile verstehe ich die Judenhasser. Was die Juden im Gazastreifen machen, ist Massenmord. Und so manche macht den Juden Vorwürfe, die aber nur dem verkürzten, selektiven Verständnis des Nahostkonflikts entspringen, wie so etwas noch am eigenen Judenhass sind die Juden schuld. Also ein anderes Beispiel, ihr allein seid an der ganzen Misere schuld. Man raubt anderen nicht den Lebensraum. Ich hasse euch. Und das steigert sich bis hin zur offenkundigen Straftat der Volksverhetzung, in dem Morde gerechtfertigt werden. Ein Beispiel. So wie dieser Unmensch sich aufführt, kann einem nur Wut und Hass gegen Israel packen. Und da finde ich es nur gerechtfertigt, dass sich die Palästinenser mit Selbstmordattentaten wehren, denn Waffen wie die frechen Israelis haben sie ja nicht. Die Raketen, die auf Israel fliegen, wurden ja, wie beispielsweise Norman Pech schwadronierte, auch als Silvesterraketen bezeichnet. So dass ich den Jahreswechsel nur noch im Bunker verbringe, falls ja doch noch irgendjemand auf die Idee kommt, solche Silvesterraketen abzuschießen. Solche Verlautbarungen sind spezifische Kodierungen, die Autoren folgendermaßen erklären. Solche Emotionskodierungen stellen eine besondere Variante der Selbststilisierung der Deutschen als Opfer dar, die an den Verbrechen der Israelis und des unverantwortlichen Versagens des jüdischen Zentralrats leidenden Deutschen, die keine Ruhe finden, die zu Ekel, Hass und Wut gezwungen werden. Auffällig oft wird bei diesen Gefühlsbekundungen, zumeist pseudoreligiös, eine metaphysische Macht angesprochen. Wie konnte Gott es zulassen, dass wir euch ertragen müssen? Neidgefühle werden in solchen Schreiben dagegen seltener geäußert. Und wenn dann, bezieht es sich darauf, dass man neidisch ist, dass die Gehassten angeblich Vorteile aus dem Antisemitismus ziehen. Sie sprechen immer von Antisemitismus in Deutschland. Welche Riesenvorteile beziehen Sie daraus? Sie brauchen nur den Finger zu heben, schon werden Sie vom deutschen Staat reichlich mit Geld beschenkt. Man könnte sagen, Sie halten sich nicht für Antisemiten, beschweren sich aber gleichzeitig darüber, dass Ihr Antisemitismus zum Vorteil der Juden ausgenutzt werden könnte. Aber schweigen, das möchten Sie auch wiederum nicht, was für eine triftige Vermeidungsstrategie wäre. Aber dagegen spricht die obsessive Dimension, die auch für Grausamkeit und Gefühlskälte derjenigen spricht, wenn sie sich in Rage reden oder in diesem Fall schreiben, was ja noch eine größere Distanz bis zur Veröffentlichung hat. Manche schreiben den Juden ja auch noch so einen sogenannten Auschwitz-Bonus zu. Auf der anderen Seite projizieren sie ihren Hass auf die Juden. Aus den Gefühlen von Hass, Ärger, Zorn und Wut, die alle zu den destruktiven Emotionen zählen und der Dimension menschlicher Aggressivität zuzuordnen sind, ergibt sich zum einen eine mitleidlose Gefühlskälte, zum anderen eine grausame Brutalität gegenüber den als Feinde, Störenfriede, Unmenschen konzeptualisierten Juden. Einige Beispielsäußerungen dazu. Hoffentlich sterben noch viele Judenkinder, nur so lernt ihr Täter. Oder, und solange Sharon den Palästinensern das Recht auf einen eigenen Staat vorenthält, soll auch Israel keine Ruhe finden und in Angst
vor den nächsten Attentaten leben. Also die Interviews sind in einem Raum von 10 Jahren, da lebt die Sharon noch, geschrieben worden. Dass der Judenhass selber die Situation geschaffen hat, auf die die Juden in Israel reagieren müssen, wird, das macht die Selektivität des antisemitischen Geschichtsbildes aus, ausgeblendet. Und Mitleid mit den Opfern der arabischen Täter gibt es nicht. Eine auffällige Gefühlskälte, gekoppelt an aggressive und für eine zivilisierte Wertegemeinschaft atavistisch anmutende Verwünschung gegenüber Juden und Israelis, drückt sich in vielen der Schreiben aus. So bekennt ein Herr aus Baden-Württemberg per Fox: Am jüdischen Symbol, dem Stern, klebt Blut und ich habe kein Mitleid mit den Opfern in Israel. Auschwitz halten solche Antisemiten, die dem Mittelschichtmilieu entstammen und wohl zwischen der politischen Mitte und der Linken sich ansiedeln, wohl für eine moralische Besserungsanstalt, in denen die Juden ihre Lektion hätten lernen sollen. Und so gibt es nur Empathie für die arabischen Täter und Empathielosigkeit gegenüber Juden. Die Autoren erläutern diesen Sachverhalt folgendermaßen: Die Empathieverweigerung gegenüber Juden und Israelis steht in auffälligem Kontrast zu den intensiven Gefühlsbekundungen, die sich auf die Schreiber selbst, die intensiv leiden, sich so sehr sorgen und in empörter Rage sind, aber auch projiziert auf die angeblichen Opfer der Täterjuden beziehen. Ein Beispiel: Ich verspüre nur Ekel, Abscheu und bin nach über 30 Jahren, die ich mich für Israel eingesetzt habe, nicht länger bereit, dieses Land und seine diskriminierende Politik, die ein ganzes Volk seit Jahrzehnten unter die Knute zwingt und nicht menschenwürdig leben lässt, zu unterstützen. Es reicht! Die Äußerungen, die den Antisemitismus zum Ausdruck bringen, zeugen auch von einem sekundären Antisemitismus, der nicht trotz, sondern wegen Auschwitz sich verbreitet. Überdruss und Empathielosigkeit äußert sich dann in solchen Äußerungen wie: Halten Sie bitte endlich den Mund! Der Zweite Weltkrieg ist seit über 60 Jahren vorbei. Oder: Ich kann Holocaust nicht mehr hören und den Zeigefinger vom Zentralrat der Juden nicht mehr sehen. Es ist genug! Oder: Ich kann es nicht mehr ertragen, dass die Herren Spiegel und Friedmann ständig mit erhobenen Zeigefinger vor den Deutschen herumfuchteln und sich als Moralapostel aufspielen. Und noch ein Beispiel: Und wir müssen ja wieder an unsere ewige Kollektivschuld erinnert werden. Immer und immer wieder, bis auch den Letzten zum Hals raushängt, sich antisemitische Gefühle entwickeln. Ja, der Mythos Kollektivschuld wurde ja immer wieder bemüht, vor allen Dingen natürlich, um dann, wie Günther Anders mal sagte, dann immer in der Kollektivunschuld zu münden. Dieser Sachverhalt wird jetzt nun in dem Buch folgendermaßen interpretiert: Dass angesichts des Ausmaßes von Leid und Zerstörung und präzedenzloser Inhumanität für die traumatisierten Opfer beziehungsweise Opferfamilien und deren Nachkommen die Erinnerung notwendig und unverzichtbar ist und auch jede zivilisierte und mit der eigenen Geschichte verantwortlich umgehenden Gesellschaft auf eine Erinnerungskultur, die dem größten Zivilisationsbruch in der Menschheitsgeschichte gedenkt, nicht verzichten kann und darf, wird, auch von vielen Akademikern, nicht in Betracht gezogen. Die Geschehnisse in der NS-Zeit werden emotional nicht als moralische Last, die innerlich zu existenzieller Trauer, Mitgefühl und Reflexion verpflichtet, sondern als Lästigsein empfunden, das von den Juden oktroyiert wird und das es abzuschütteln gilt. Ein Widerspruch wird dabei offenkundig. Die Erinnerungskultur wird einerseits als inflationär und als lästige Bürde empfunden, andererseits zeigt die massive Verwendung der Verbalantisemitismen der Verfasser, dass eine tiefgehende Aufarbeitung der Ursachen tradierter Judenfeindschaft dringend nötig wäre. Zum einen empfinden also viele Deutsche ein zu viel an Erinnerungskultur und beklagen die Überflutung durch Studien zur NS-Zeit. Zum anderen wissen heute, wie Umfragen in den letzten Jahren gezeigt haben, viele junge Deutsche nicht einmal mehr, was Auschwitz bedeutet und wofür es steht. Dieser Widerspruch offenbart die Diskrepanz zwischen subjektiver gefühlter Einschätzung und objektiver Situation.
Bevor wir noch am Schluss noch das Fazit der emotionalen Dimensionen bringen, ein Beispiel für Topoi, die über die Jahrhunderte hinweg immer wieder von Antisemiten gebracht werden und die nun auch auf das heutige Israel übertragen werden. Und zwar in einem der Briefe, die in den Zentralrat der Juden geschickt worden ist. Der Anlass zu meinem Schreiben ist das menschenverachtende Vorgehen der israelischen Streitkräfte in Gaza und vor allem im Libanon. Es ist müßig, danach zu fragen, wer den ersten Stein warf. Die Jahrtausende der jüdischen Geschichte sind voll von dem gewaltsamen, blutigen Vorgehen der Hebräer gegen ihre Nachbarn oder, wenn es sein musste, auch gegen unbotmäßige eigene Stämme. So ist das Pesach-Fest das Gedenken an ein furchtbares Massaker, bei dem alle erstgeborenen Ägypter erschlagen wurden. Nicht von Jahwe, sondern von seinem gewaltbereiten Volk. Nun kommt noch ein Bibelzitat. Aber bei der Eroberung von Jericho wurde alles Lebende umgebracht. Männer, Frauen, Kinder und auch Tiere, wie in der Bibel nachzulesen ist. Dieser Faden der Gewalt zieht sich durch die Jahrtausende und bis heute ist er nicht abgerissen. Ja, diese Art von Vergleichsschluss nach dem Motto, wie in der Bibel, so in der Gegenwart, also Argumente gegen das Vorgehen des israelischen Militärs zu finden, die aber gar nicht gegen das Militär, sondern kollektiv gegen alle Juden sich richten, sind besonders wirksam in der heutigen auch linken Öffentlichkeit. Ich habe das in häufigen Diskussionen so erlebt. Das wäre, obwohl falsch, im religiösen Disput rhetorisch vielleicht legitim, aber es ist verlogen, logisch falsch allemal, zumal der Briefschreiber sich ja nicht in einem theologischen Disput befindet. Da könnte man das noch rhetorisch durchgehen lassen. Sondern dem heutigen Zentralrat der Juden schreibt. So wird aus Pseudogeschichtsschreibung nur ein judenfeindliches Klischee vom ewigen Juden, der im jetzigen Israel zu sich kommt. Psychologische Ursachen, so sehen wir auch hier, sind kein zureichender Grund für Antisemitismus. Auch nicht bei Linken oder dem gebildeten Mittelstand, wo Antisemitismus ziemlich verbreitet ist, aber zunehmend auch Kritik daran mittlerweile zum Glück sich entwickelt. Wir können nur noch anmerken, dass auch die psychologische Dimension sich nur innerhalb einer Konstellation von Kategorien begreifen lässt, die sich zu einer Art Antisemitismus-Syndrom verbinden. Da werde ich möglicherweise noch ein Buch drüber schreiben, mit so einem ähnlichen Titel. Darauf wird die Diskussion des linken und mittelständischen Antisemitismus meines Erachtens hinauslaufen. Nun reicht die Zeit nur noch für das Fazit, das Schwarz-Friedel und Reinhardts in ihrem Buch in diesem Kapitel bringen. Für die Erklärung des Phänomens der Judenfeindschaft spielen emotional geprägte Einstellungen eine herausragende Rolle. Kollektive Gefühle haben maßgeblich Einfluss auf die Art und Weise, wie Juden mental konzeptualisiert und verbal bewertet werden. Die Antisemitismusforschung steht somit auch vor neuen Herausforderungen, insofern als sie die ausgeklammerte bzw. zu wenig beachtete emotionale Dimension von Judenfeindschaft stärker in ihre Erklärungsansätze integrieren muss. Viele antisemitische Äußerungen lassen über ihr hohes textuelles Emotionspotenzial erkennen, dass die Sprachproduzenten einen tiefen Hass und Argwohn gegenüber Juden und Judentum hegen, den sie jedoch mittels Umdeutungen, externalen Attributionen und Argumentationen zu rationalisieren und zu legitimieren zu versuchen. Die Weltsicht von Antisemiten ist durch eine irrationale Selektivität geprägt, das heißt die Wahrnehmung und die mentalen Wissens- bzw. Glaubenskomponenten werden stets so ausgewählt und strukturiert, dass sie die eigene judäophobe, also judenfeindliche Konzeptualisierung und emotionale Haltung bestätigen bzw. aufrechterhalten können. Dadurch entstehen hermetisch abgeschlossene Wirklichkeitskonstruktionen, die resistent gegenüber Fakten sind, stark derealisierend, also realitätsverzerrend wirken und wieder die Prinzipien von Verstand und Vernunft also Denkstrukturen irrational beeinflussen. In den Texten spiegelt sich diese Derealisierung in Trugschlüssen, Faktenausblendungen und Widersprüchen wider.
Diese Dimension gilt es dann im nächsten Monat dann nochmal fortzusetzen.